Hallo AC-Freunde und willkommen zur nächsten Episode von Waxers Aussie TV. Heute machen wir das RC-Unboxing vom Losi 8 XTE. Momentan haben wir hier auf dem Kanal so eine kleine Rennstreckenphase. Wir waren mit dem TLR-Tune-Typhon draußen beim Fun Cup des SC Percha. Ich habe dann den zweiten Platz gemacht. So, und hinsichtlich der Truggy-Klasse, da sieht es bei mir tatsächlich noch ein bisschen dünn aus. Nicht dünn im Sinne von, ich habe keinen Truggy, sondern dünn im Sinne von, ich habe keinen Truggy für die Rennstrecke. Ja, Freunde, ansonsten haben wir hier genug Truggies, mit denen wir draußen beim Bashen richtig viel Spaß haben. Aber wie gesagt, für das Streckensetup, da braucht es meistens ein bisschen was Leichteres und ein bisschen was Schnittigeres und ein bisschen was Schnelleres. Und dafür habe ich mir jetzt den Losi 8 XTE eingekauft. Freunde, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Viel Spaß beim Video. So, AC-Freunde, wir fangen dann heute mal wieder klassisch an, von außen nach innen, und schauen uns an, was Losi auf der Verpackung für Informationen mit uns teilt. Und zwar als allererstes starten wir hier unten links. Wir haben ein bereits fertiges Ready-to-Run-Modell. Anders wie bei meinem Roller Typhon TLR-Tuned müssen wir hier jetzt nichts mehr einbauen, keine Elektronik. Und für euch gleich mal gespoilert, die Sensor-Elektronik, die Spektrum jetzt neu released hat, die ist dort direkt im Fahrzeug verbaut. Und das macht für mich diesen Truckie schon mal sehr besonders, weil ich bin von der Sensor-Kombo von Spektrum sehr überzeugt, durch auch das letzte Turnier mit dem Typhon draußen beim SC Percha. Und ich freue mich jetzt auch, dass die Elektronik hier drin steckt. So, hier haben wir im Prinzip Championship Heritage. Das heißt, dort wird darauf hingewiesen, dass Losi dort im Rennsport schon sehr erfolgreich war und eben auf der Plattform der Raw Winning TLR 8 XT, des XT-Chassis, quasi dort sich weiterentwickelt hat, ja, und eben diese Plattform jetzt für uns auch ready to run hier im 1.8er Elektrobereich zur Verfügung stellt. Dann haben wir die eben angesprochene Sensored Brushless Combo, die da drin steckt. Das heißt, wir sind sofort bereit, Akku rein, es kann direkt losgehen. Wir haben einen vollmetallenen Antriebsstrang, vorne, hinten, links, rechts, Querlenker, alles Metall, gucken wir uns gleich aus der Nähe an, und er ist bereits voll Race legal. Das heißt, man muss keine Mods einbauen in diesem Fahrzeug. Man hat hier schon bereits einen rennfertigen Truggy. Das Ganze von der Rückseite betrachtet, zeigt uns dann erstmal die erste Ansicht in der Theorie von oben zum Fahrzeug. Wir sehen da die großzügigen, bereits schon für die Rennstrecke gewählten Reifen. Das heißt, da auch mit so einer Art Mini-Pin-Bereifung schon ausgestattet. Wir haben einstellbare Querlenker, wir haben schöne Dämpfer, die Elektronik und das Akkufach, die sind da sehr, sehr stimmig auf das Chassis angebracht, hinten natürlich schön ausgeschlankt, damit wir da natürlich nicht den vollen Umfang in der Chassisplatte gehen, wie bei den Bashern teilweise, nicht bei allen, aber teilweise. Ja, das heißt, wir sparen uns dann hier nochmal Gewicht. Ich sehe auch direkt schon Stabis verbaut, also ich bin recht aufgeregt und gespannt, wie der auf der Rennstrecke performt. Das Ganze dann noch auf die Seite gewendet, für euch hier aus der Nähe. Da werden einfach nochmal die ganzen Features mit angegeben. Losi macht hier nochmal eine schöne Ansicht vom Chassis und schreibt dann hier einfach die ganzen Key-Features mal mit runter, dass man eben die 4 mm dicke Chassisplatte hat, dass man eben die rennlegale Elektronik schon drin hat. Man kann den Flügel hinten einstellen, man kann dann eben auch die Dämpfer einstellen, man kann die Lenkarme einstellen. Also da könnt ihr wirklich setupmäßig euch komplett austoben an dem Fahrzeug. Dann hier drüben nochmal der Hinweis, dass wir eben schon den Sensor Brushless Motor drin haben, 4S fähig, ganz wichtig, 130 Ampere ESC kennen wir schon vom Buggy, und dass eben auch das S665 Servo schon drin sitzt, das da auch sehr, sehr schnell arbeitet und mit einer ordentlichen Kraft ausgestattet ist, was nachher wahrscheinlich für den Anwendungsbereich Rennstrecke auch vollkommen ausreicht. So, wir haben dann den eben angesprochenen vollmetallenen Antriebsstrang, und wir bekommen in diesem Modell eine Karosserie, die nur teillackiert ist. Das heißt, ihr habt hier vorgefertigt die gelben, die grünen oder weißen Elemente, sage ich mal. Das schauen wir uns auch gleich aus der Nähe an. Und ihr könnt dann noch eine Farbe eurer Wahl zum Einsatz bringen. Das heißt, ihr könnt ihn rot machen, ihr könnt ihn aber auch blau machen oder euren Tisch abräumen und euch nochmal eine alternative Farbe aussuchen. Ja? So, das sei dahingehend mal geklärt. Ich würde sagen, wir packen den Burschen jetzt einfach mal aus. So, Freunde, und um dann
jetzt mit euch mal gleich auf den Lieferumfang einzugehen, weil das habe ich nämlich beim letzten Mal dann zum Schluss noch hinhauen müssen. Ihr bekommt natürlich mit dem Ready-to-Run-Modell eine Fernsteuerung mit dazu. Was dann bei dem Paket so wie oftmals fehlt, ist der Akku und das Ladegerät. Aber wie gesagt, die Spektrum DX3 Fernsteuerung, die bekommt ihr da mitgeliefert. Das heißt, auch dort ist die Funke tatsächlich jetzt keine schlechte. Das ist einfach so. Mit der könnte man mit Sicherheit auch auf der Rennstrecke mitmachen. Aber Freunde, ich wäre ja nicht ich, wenn wir nachher nicht da noch was anderes machen. Ne? So, das um einfach euch mal gleich da anzukitzeln. Was bekommen wir denn sonst zum Fahrzeug noch mit dazu? Wir bekommen dann noch etwas Zubehör, das da tatsächlich aber nicht ganz so umfangreich ausfällt, wie jetzt zum Beispiel beim Arma TLA. Ja, da waren ja noch viele so Einstelloptionen und so kleine Adapter mit dabei, dass wir da ein bisschen an der Querlenke- und Dämpferbrücke spielen können. Losi hat es da wieder etwas einfacher gehalten. Ihr bekommt dort die Innensechskantschlüssel in 3 Stück mit dazu. Dann haben wir hier noch einen Adapter, das ist so eine Art Schraubstütze. Ich weiß jetzt gerade nicht genau für was, aber wir werden es noch rausfinden mit Sicherheit. Und es kommt dann auch wieder dieser Radmotorschlüssel mit dazu, den ich jetzt von den Arma 1.8er Modellen zum Beispiel kenne. Ihr kriegt dann nochmal einen Losi-Sticker, der jetzt zum Beispiel schon hier an meiner Wand hängt. Der kommt nämlich genau so aus der Verpackung raus. Dann haben wir hier noch die ergänzenden Teile. Und zwar haben wir hier einfach noch die Seitenabdeckung vom Spoiler, beziehungsweise ist das eigentlich der ganze Stickerbogen vom Spoiler. Das heißt, den können wir dann nachher da drauf machen. Das wird richtig, richtig gut aussehen und ich werde das auf jeden Fall zum Einsatz bringen. Das heißt, machen wir dann noch drauf. Wir müssen dann nämlich noch ein bisschen was basteln. Wir haben dann hier die schönen Lichtelemente, die Scheiben und eben auch den Grill. Die können wir dann anbringen, sobald wir die Karosserie fertig lackiert haben. Da kommen dann nochmal Losi-Sticker für die Seite. Und hier sind dann auch nochmal ein schöner Stickerbogen mit dabei, wo dann einfach Horizon Hobby, Proline, Spectrum, aka, ja, da sitzt so ziemlich alles mit drauf, was man dort für die Rennstrecke dann auch braucht, um einfach schnittig auszusehen. Und wenn man dann dem Aussehen natürlich noch ein bisschen Performance folgen lässt, dann hat man erstmal alles richtig gemacht. Wir bekommen eine Anleitung in Papierform, die da auch komplett, ja, also auch ein bisschen, ne, wir haben wieder den Start Guide, den Quick Start Guide. Wie mache ich was mit meiner Funke? Gleich mal hier gezeigt, es ist der SR315er Empfänger verbaut. Das heißt der Dreikanalempfänger, weil am Ende des Tages braucht ihr ja beim Racetruck nicht mehr. Wir haben dann hier die große Programmiertabelle, ja, mit den ganzen Werten, die wir dort einstellen können. Dann auch am ESC. Und da nochmal Tipps zum Dämpfer bauen und so weiter und so fort. Ja, also ist jetzt keine farbige Anleitung, aber schwarz-weiß gehalten und sieht da schön aus. Und schlussendlich wird das Lieferumfangspaket noch abgerundet mit einer Packung Senderbatterie. So, kommen wir doch dann einfach mal zum Fahrzeug. Gucken wir mal die Karosserie an. Also was hat mich schon mal an dem Fahrzeug überzeugt? Und zwar ist das die wirklich sehr schnittige und aggressive Rennoptik. Ich persönlich muss da jetzt mal sagen, so rein von der Karo-Form, auch von der Optik, diese Lichtanordnung und auch die schöne flache Windschutzscheibe dahinter, das gefällt mir da richttig, richtig gut. Also für eine Truckie-Karosserie da auch ein bisschen breiter gewählt, noch wie die von den Wettbewerbern teilweise. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal gucke bei Techno, da bekommt ihr eine richtig schön schlanke Karosserie. Ja, die geht da vielleicht nicht weiter wie hier die Dachbreite. Hat eben nicht mehr diese Seitenflügel. Die ist da wirklich sehr, sehr schlank gehalten. Hat dann auch hier vorne diese kleine Nase mit dran. Ja, also es ist jetzt nicht per se hässlich, aber es ist was anderes wie jetzt zum Beispiel diese Front von dem Losi Truckie aktuell. Ja, also ich würde deswegen den Techno auch fahren auf der Rennstrecke, keine Frage, weil man muss dann auch dort über die persönliche Präferenz der Karosserie vielleicht hinwegschauen und dann einfach die Performance mitnehmen. Bei dem Fahrzeug, Freunde, muss ich sagen, da ist es jetzt halt 100% für mich, weil ich nicht nur überzeugt bin, dass die Performance vom Fahrzeug stimmen wird, sondern ich diese Optik richtig, richtig scharf finde und da den Losi 8 XTE absolut abfeier. So, kommen wir doch dann mal weiter zur Karosserie. Hier hinten haben wir dann schon bereits voreingedruckte Werbung von Losi Racing, aber da wirklich dezent eben nur angedeutet, finde ich da sehr, sehr schön. Und jetzt sehen wir ja auch, das hier ist kein Grün, das ist dann tatsächliches Neongelb, das sich dort mit Schwarz, nee, beziehungsweise haben wir hier nur schwarze Ränder, Schattierungen, wie beim Airbrush zum Beispiel. Ja, das seht ihr jetzt hier vor dem grauen Rand, ja, der das Muster dann immer abschließt, dann kommt die Schattierung und dann kommt da jetzt eure Wahlfarbe ja drunter. Das Ganze auch vorne bei der Motorhaube, wenn ihr reinschaut, da sind auch immer diese Schattierungen um das Grau herum. Sieht da richtig, richtig nice aus. Und Freunde, ich kann euch schon mal verraten, ich werde da jetzt tatsächlich gar keine andere Farbe reinbringen, sondern ich werde die Karo nachher weiß lackieren. Das Ganze wird richtig nice aussehen. Wir haben dann im Prinzip einen sehr einfach gehaltenen Auftritt in weitestgehend weiß, schwarz,
bisschen Grau und Silber und eben dementsprechend noch das Neongelb, was sich dann natürlich auch mit diesen Reifen wiederfindet. Also Freunde, da habe ich mich ganz klar schon positioniert. Der muss weiß werden. Und wenn wir den dann nachher von vorne angucken, der sieht dann bestimmt aus wie so ein Darth Sith Lord Maul Stormtrooper Gedöns. Also jeder Star Wars Fan weiß nachher, was ich meine. So, Freunde, kommen wir doch mal zu den inneren Werten vom Fahrzeug. Dafür nehmen wir dann auch die Bodyclips runter. Die zum Beispiel sind dort in schwarz gehalten und das sind auch die größeren Klammern, also die richtigen 1,8er Klammern. Die kann man da schon gut greifen. Die sind auch hinten leicht angebogen, sodass man die nicht flach hat, ne, und dann eben schlecht hinkommt, sondern die kann man wirklich schön abziehen. Ich für meinen Teil werde da wahrscheinlich mit einem 3D-Drucker in schwarz noch so eine Lippe hinmachen, dass ich da einfach nochmal schneller hantieren kann. Aber ansonsten schöne Karo-Klammern. Und wenn wir dann die Karo runternehmen, von innen ist sie gesilbert. Und da seht ihr dann die freien Bereiche, wo ihr eben eure Farbe einbringen könnt. Also natürlich, wie gesagt, ihr müsst ja nicht so machen wie ich und so langweiliges Weiß einlackieren. Ihr könnt dann natürlich eure Farbe der Wahl reinbringen, ob das dann nachher auch was Unifarbenes ist oder vielleicht sogar was Metallenes. Neonleuchtend, egal was. Es wird mit Sicherheit gut aussehen. Und wir haben natürlich dann auch Ausgangslage auf der Rennstrecke angenommen. Es wäre jetzt mal so, dass da 5 Leute kommen, die jetzt einfach den Truckie haben. Und dann hat jeder eine andere Farbe lackiert und das Fahrzeug unterscheidet sich. Anders wie wenn ich natürlich oftmals bei fertig lackierten Karos dann mit den gleichen nebeneinander stehe und dann auch mal fälschlicherweise ein anderes Fahrzeug verfolge. Ne? Also das, denke ich, war auch so ein bisschen der Hintergrund. Kommen wir zum Chassis. Also, hey Freunde, richtig smooth Federung. Ja, die Dämpfer sind da richtig geil eingestellt. Richtig cooles Setup. Also da werde ich gar nichts machen. Ich werde das Auto auch nehmen und werde es genau so abstellen auf der Strecke und zum Fahren gehen. Hey Freunde, zieht euch die Dämpfer rein. Richtig schön verarbeitet. Aber da habe ich jetzt auch bei Losi wirklich nichts anderes erwartet. Schwarzen Stellringhammer. Hier unten haben wir auch schon die Silikon-Gummimanschetten, ne, damit wir uns die Kolbenstange von Dreck frei halten. Dann haben wir hier schön riesige Outdrives. Ja, zieht euch das mal rein, die sind ja wirklich groß. Da ist auch noch viel Futter vorhanden. Da kann der Dogbone fast nicht rausrutschen, wenn ihr mich fragt. Ja. Dann hier vorne auch eben die Stabis. Die kann man sich dann einstellen, ja, wie man es dann auch eben möchte und braucht. Dämpferbrücke. Auch eine schöne. Wir können auch tatsächlich mal schnell klären, wie viel Millimeter die Dämpferbrücke in der Stärke hat. Und da sind es 1, 2, 3, 4. Ich würde jetzt mal einfach sagen 4. Lass uns nachher 4,5 sein, aber es sind auf jeden Fall mal 4 mm dicke Schocktower. Hier vorne die Karosserie-Pins, die sind da auch sehr schlank gehalten. Also egal, welches Teil wir hier wahrscheinlich an dem Fahrzeug angucken, es ist entweder Leichtbauweise oder es ist sehr klein gehalten, weil wir natürlich da viel Gewicht einsparen. Jetzt für euch da einfach mal die Karo-Befestigung von hinten gezeigt. Dann auch hier die Lenkplatte Kunststoff, ja. Die ist da leichter gemacht. Die Ackermann-Platte der Lenkung, die ist da aus Alu gewählt. Genauso der Servo-Saver, der ist da auf dieser Seite aus Alu gewählt. Und auf der Gegenspielerseite ist wieder eine Plastikmanschette. Also wie gesagt, Gewicht spielt da wirklich eine große Rolle. Gewichtsverteilung. Ja. Und da hat Losi mit Sicherheit alles irgendwie nur an Gewicht eingespart, was nur geht. Und das fällt mir natürlich hier im ersten Blick schon mal gleich auf. Im Vergleich zu meinen Bashern, die da eigentlich immer eine relativ einheitliche Sprache sprechen, nämlich Alu, 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 fertig, muss stabil sein. Ja. Das muss auch stabil sein, aber es ist tatsächlich ja für den Renncharakter ausgelegt und jetzt nicht unbedingt für den Einsatz beim Bashen mit hohen und wirklich extrem krassen Sprüngen. Ja. Wobei ich mir aber auch vorstellen könnte, dass das auch der Losi da richtig gut mitmacht, aufgrund seines niedrigen Gewichtes. Ja, weil der dann einfach da ein bisschen leichter ist. Und natürlich, wenn der nachher landet, dann nicht ganz so viel Masse abfedern muss, wie jetzt zum Beispiel ein großer Basher wie der Armor Crayton 6S. Ja, also, nur mal so. Akkufach, 4 Straps, eine Wanne. Ja. Die ist dann über, ja, wie viele Schrauben sind es? 1, 2 und mit Sicherheit hier vorne noch eine. Beziehungsweise, ja, so sieht das Ganze von unten aus. Sind es vielleicht wirklich nur die 2 Schrauben, die ihr dann aufmachen müsst, um das Akkufach zu lösen. Vielleicht dann noch die dritte hier vorne. Entschuldigung, da, hier vorne, die da. Ja, aber so sieht das Akkufach aus. Relativ wenig Material, das heißt, aber auch im Gegenzug, uns kann an dem Akkufach eigentlich nichts kaputt gehen. Der Akku passt halt rein. Ich denke, man ist dort von den Akkus natürlich von der Größe ein bisschen limitiert. Ansonsten müsste man hinten das Fach aufschneiden. Aber es geht schon, ne?
Und ich sage jetzt mal so, wie gesagt, es wird nicht so viel an dem Akkufach kaputt gehen. Ne? Wie ich das dann auch manchmal bei anderen Modellen einfach habe, da wo die Akkufächer ein bisschen mehr Material beherbergen. Man darf ja auch nicht vergessen, das Fahrzeug ist dafür konzeptioniert, einen 8 bis 11 Minuten Lauf zu fahren. Und ja, da brauche ich in der Regel einen etwas schmäleren Akku, um eben auch dort vom Gewicht nicht zu übertreiben. Ja? Bringt uns nachher nichts, wenn das ganze Auto leicht ist, ich aber dann wieder einen riesen Klopper an Akku reinpacken. Die Sensor-Kombo aus der Nähe betrachtet, Freunde, und ihr kennt die ja schon aus meinem Buggy, aber alle, die das Video zum TLR-Tune-Typhon nicht gesehen haben, hier haben wir die wunderschöne mattierte Smart-Sensor-Kombo. Hier sehen wir das Sensorkabel, das geht hier durch und geht hier hinten an den Motor hin für mehr Feinfühligkeit. Was ich auch wirklich beim Rennenfahren gemerkt habe, also da auf jeden Fall echt cool, Daumen hoch von meiner Seite. Dann haben wir hier die Motormount, die da auch etwas, also die eine Sliding-Motormount ist, aber etwas angeschrägt im Fahrzeug drin sitzt. Ich kann es euch jetzt, glaube ich, gar nicht richtig zeigen, aber die sitzt hier nicht gerade hin, sondern die ist abgeschrägt. Ja? Und dann geht das Ganze wieder hier vorne am Tower nach oben als einfacher Plastiktower. Ich könnte vermuten, das Unterteil ist Alu, aber oben die Abdeckung über diesem Outdrive hier, die ist da wieder Kunststoff. Genauso wie hier oben der Abschluss in Kunststoff gewählt ist. Und auch das Diff ist ein Kunststoffdiff mit einem Metallzahnrad. Ansonsten Hauptantriebsstrang Metall gewählt. Chassis Braces ja, allerdings auch hier aus Kunststoff. Ja, haben wir wieder das Thema Gewicht. So, das Spektrum S665 Servo, das habe ich da auch im Buggy verbaut, das da richtig gut läuft und theoretisch auch 8,4 Volt kann. Aber eben auch 7,4 oder auch 6 oder auch 5. Also das kann man da tatsächlich einstellen. Das Servo geht da die Reise mit. Einziger Wermutstropfen bisher war, dass bei der Sensor-Kombo eben nur die 7,4 Volt Einstellmöglichkeit da ist. Jetzt kann man aber ja da vielleicht auch nochmal mit einem U-Bag arbeiten, wenn man das denn möchte. Und kann da auf jeden Fall aber am Servo noch was rauskitzeln. Ich finde es gut, dass dort ein hochwertiges Servo schon verbaut ist, weil wie gesagt, das unterstreicht dann auch die Aussage, die Losi getroffen hat, dass das Fahrzeug einfach keine Modifikation benötigt und so schon auf der Rennstrecke sehr gut funktionieren wird. Abschließend schauen wir uns dann einfach nochmal kurz die Hinterachse an. Auch da wieder die Stabis, die da jetzt einfach locker eingestellt sind. Also da muss man tatsächlich schon ein bisschen Setup dann für sich machen. Wenn man herausfindet, dass da irgendwas nicht gut läuft, dann direkt Stabis nachstellen. Auch hier die Querlenker sind einstellbar, sodass ihr den Sturz vom Hinterreifen einstellen könnt. Soll es auf der Rennstrecke einfach auch mal geben. Die stehen auch nicht ganz 100% gerade, wenn ich euch das mal so einfangen darf. Das sieht man jetzt aber wahrscheinlich im Video nicht ganz so gut. Die haben da schon so einen leichten Sturz. Ja. Und vorne das Gleiche, können wir ebenfalls einen Sturz einstellen oder die Spur schließen oder öffnen. Das geht dann über die Lenkarme. Ja. Auch da voll einstellbar, genau das, was wir brauchen fürs Rennen. Hinten der Shocktower auch wieder 4 mm. Und dann der Wingmount, der hier diese Halterung hat, wo ihr dann einfach auch die Position vom Spoiler verändern könnt. Ja. Also das kann man dann wirklich nach eigenem Ermessen verändern. So, brauchen wir wieder ein bisschen Schärfe hier. Der Spoiler, den wir dann noch bekleben werden, Freunde. Und dann würde ich auch sagen, schreiten wir mal ein bisschen zur Tat. Machen wir mal ein bisschen Farbe drauf. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Ganze auch bestickert wurde. Und binden mal eine andere Funke hin. Bis gleich. Hier, Freunde, und da haben wir ihn auch fertig lackiert, fertig beklebt. Das Ganze jetzt für euch in einem Zeitraffer mit random Ausschnitten, einfach aus den unterschiedlichsten Arbeitsschritten.
Und dann haben wir ihn jetzt vor uns auf dem Tisch, fertig lackiert in Weiß. Ja, ich habe euch ja gesagt, es gibt einen wirklich sehr, sehr hellen Auftritt. Und Freunde, habe ich euch zu viel versprochen? Schaut euch mal vorne dieses Gesicht an. Ein Gesicht, das nur ein Sith-Lord lieben kann. Nee, Freunde, also mega, mega. Na, genau so habe ich mir vorgestellt. Ich habe mich jetzt tatsächlich auch schon für eine fixe Fahrnummer entschieden, die 84, weil komischerweise, um die streitet sich keiner. Die ist da lang nicht so beliebt wie die Nummer 1. Rein zufälligerweise aber mein Geburtsjahr. Und da steckt die 8 mit drin für den Losi 8. Deswegen dachte ich mir, passt es diesmal doch gut hin. Das heißt auch hinten auf dem Spoiler die 84 mit drauf. Willy West Customs, das Werkstattlogo, dann die Sponsorenaufkleber, die mitgeliefert kamen. Da jetzt nicht nach Boxart bestickert, weil da wären die alle hier unten hingekommen, sondern ich habe mich jetzt da einfach für einen eigenen Auftritt entschieden. Waxer RC TV Logo noch vorne mit drauf. Und von meinem Proline Gladiator Crawler Karosserie, sage ich jetzt mal gedöns, ist dann hier nochmal der Schriftzug Gladiator übrig geblieben. Vorne quasi in Silber, hinten haben wir in Schwarz drauf, damit auch jeder gleich weiß, was Phase ist. So, Freunde, und jetzt kommen wir da noch zu einer kleinen technischen Komponente und werden tatsächlich jetzt heute mal prüfen, warum es sich lohnt, eine etwas bessere Funke wie RTR an das Fahrzeug zu installieren. In meinem Fall heute reden wir auch tatsächlich schon von der neuen Spektrum IXSR. Die kommt jetzt da zum Einsatz anstelle von der RTR-Funke. Aber bevor wir das tun, müssen wir erst mal schauen, warum wir das tun, ja? Und da würde ich mit euch jetzt mal gleich einen Test machen. Und zwar, ich habe Batterien schon in der Funke drin. Die machen wir jetzt auch da gleich mal an. Und dann werden wir das Fahrzeug einschalten. So. Baut sich kurz auf. 1, 2, 3, 4. Das funktioniert. So, das Ganze machen wir jetzt auch unter Last. Ja, weil das gilt es ja auch wirklich herauszufinden. Und jetzt schaut mal her, wenn ich an dem Lenker drehe. Und da werde ich jetzt gleich eine Slow-Motion-Aufnahme für euch machen, damit ihr mal seht, wie die Reaktionszeit der Funke ist. Ja, wir haben ja einen relativ guten Servo drin. Der hat auch die 7,4 Volt-Einstellung vom ESC. Das heißt, der muss da schnell und stark arbeiten. Aber es geht jetzt wirklich darum, Slow-Motion mal aufzuzeigen, wo da die Unterschiede liegen. Jetzt passt auf, Lenkung mit der Standardfunke. Slow-Motion. So, das habt ihr jetzt quasi gesehen und jetzt werde ich euch da mal kurz die Funke umbauen müssen. Das heißt, wir werden hier als erstes anfangen und mal die Empfängerbox öffnen. Das wird man tun müssen, weil wir müssen kurz an den Empfänger ran, um den dann an die neue IXSR anzulernen. Und dann könnt ihr mal sehen, wie da auch die Reaktion ist. Ich meine, das war jetzt schon nicht schlecht, ne? Wenn ihr das gesehen habt. Ich meine, das hat schon gut reagiert dafür, wenn man jetzt betrachtet, dass es halt eine RTR-Funke ist und mit Sicherheit kann ich dort schon auf der Rennstrecke draußen ordentlich Alarm machen. Das wird schon gehen, ja. Aber es gibt ja die teuren Funken nicht umsonst und deswegen werden wir das jetzt mal miteinander angehen. So, dann fahren wir auch mal hier die IXSR hoch. So, und Funke ist hochgefahren, Freunde. Und da haben wir im Prinzip wieder das Funkenmodell bzw. das Menü. Ihr seht es ja, ich habe jetzt hier auch ein Bild von meinem Typhoon schon reingebracht. Und zwar gehen wir dann da auch wieder auf Create a New Model. So, jetzt können wir nämlich auch hier dem mal direkt Bescheid geben, dass wir einen... Na, komm schon. So. Einen 8 XTE haben. Zack. Nächster. So, dann haben wir ja den SR315 Empfänger. Das will er ja mal wieder wissen. Das heißt, den wählen wir an. Nächster. Wir haben keine externe Telemetrie. Es ist ein Elektromodell. Wir haben definitiv einen Rückwärtsgang. So, wir haben ein Single-Motor-Fahrzeug. Das haben wir ja schon mal gelernt. Das kann man hier einstellen. Genauso von der Lenkung, Single-Lenkung. Und wir haben auf Kanal 1 Stand heute keine weiteren Features. So. Das heißt, wir haben Lenkung auf Steering, wir haben dann Gas auf Throttle und eben auf AUX 1 aktuell keine Funktion. Da könnte man jetzt auch einen Lüfter anschließen und den dann eben nach Belieben zu- oder abschalten über den dritten Kanal, über die Taste. So. Das heißt, dahingehend ist das Setup vollständig. Das heißt, wir speichern die. So.
Und jetzt werden wir das Fahrzeug einschalten und zeitgleich so, jetzt hat er keine Funke. Jetzt drücken wir hier auf den Spektrum-Knopf beim ESC, bis der das Blinken anfängt. Dann auf Begin Binding. Und schon hat die Funke das Fahrzeug erfasst. So, jetzt kann man auch tatsächlich hier einfach mal nochmal diesen Geschwindigkeitstest machen. Ja, aber schau mal, das reagiert schon richtig feinfühlig, schon wenn ich nur an die Funke hinkomme. Schau mal, Wahnsinn. So. Jetzt nochmal in Slow Motion. Das ist richtig krass. Also es fühlt sich da richtig gut an. Was ich machen muss, ich muss auf jeden Fall nochmal die Kanäle umdrehen. Das heißt, wir haben dann hier bei Steering im Prinzip die Option, hier über die Reverse-Taste jetzt ganz normal den Kanal umzudrehen. Gehen wir mal zurück. So, jetzt ist auch rechts, rechts und links, links. Reaktionstest nochmal für euch in Slow Motion. Also Freunde, das ist da richtig, richtig nice und feinfühlig. Auch die Sensor-Kombo, schaut mal, wir können da schon crawlen anfangen. Ich gehe da mal ganz leicht aufs Gas. Das setzt sich da schon in Bewegung. Ja, das an der Sensor-Kombo, würde ich das jetzt mit einer Basher-Kombo machen, das Ding würde uns sofort vom Tisch schießen. Ja, würde hier mal richtig Alarm machen. Also Freunde, da dafür ist die EXSR wie gemacht. Ja, und tatsächlich jetzt bei meinen beiden Rennautos, was jetzt in dem Moment der TLR Tune Typhoon ist und jetzt neu mit dabei der Losi 8 VTE, da macht sich die Spektrum EXSR auf jeden Fall mal direkt bemerkbar. Und definitiv, ich musste jetzt keinen Empfänger nachrüsten, sondern ich habe jetzt einfach nur Plug and Play das gebunden, was am Fahrzeug dabei war. Das, Freunde, feiere ich auf jeden Fall. So, C-Freunde, und nachdem wir dann auch das soweit geklärt haben, also wie gesagt, ich werde jetzt da mit den Einstellungen vom Fahrzeug ein bisschen rumspielen, aber da braucht es jetzt erstmal noch nicht viel. Tatsächlich muss ich ja erstmal mit der EXSR raus zum Fahren gehen. Ich bin da ja auch jetzt beim letzten Fun Cup in SC, also beim SC Percha, mit dem Typhoon noch die DX6 gefahren, weil ich damals noch die EXSR noch nicht umgebunden hatte. Werde jetzt aber auch dort, wenn ich das nächste Mal mit dem Typhoon bin, den Test mit der EXSR machen, um da für mich auf jeden Fall schon mal einen kleinen Unterschied festzustellen. Allein sage ich mal, wenn es um die Haptik von dem Gastrigger geht, da merke ich schon einen deutlichen Unterschied zur DX6 Rugged. Die geht da ein bisschen anders, funktioniert deswegen aber trotzdem. Man darf das immer nicht so negativ sehen, weil wir haben ja hier wirklich, sage ich mal, ein Oberstufenprodukt, während die DX6 Rugged da einfach nochmal eine Abteilung tiefer sitzt. Deswegen ja noch nicht in der schlechteren Abteilung sitzt, aber einfach eine Abteilung tiefer wie die EXSR. Was ich mit euch dann noch teilen wollte, ist die Information der Akkus und dem Akkufach. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel gucken, ich habe aktuell einen 4S Lipo von der RC-Kiste drin. Grüße gehen raus an dich, lieber Boris. Und ja, der nimmt da noch nicht mal das ganze Fach in Beschlag. Von den 4 Straps, die wir haben, würde er jetzt 3 Straps benötigen. Und wenn ich dann dort einfach mal das Lineal hinhalte, dann kommen wir auf eine Akkufachlänge von 20 cm und eine Akkufachbreite von 5 cm. Das bedeutet, wir werden auf jeden Fall beispielsweise auch die Spektrum Smart Depots reinbekommen. Und wenn ich jetzt diesen zum Beispiel drüber lege, ja, jetzt nehmen wir mal den von der RC-Kiste raus und nehmen mal den Basher-Akku von Spektrum, der da auch ein deutliches Stück länger ist, wie jetzt zum Beispiel so ein Standard-Akku, den ich bisher sonst zu Hause hatte. Ja, zieht euch das rein, das sind bestimmt locker 1,5 cm, was da der Bashing-Akku länger ist. Aber selbst dann, wenn ich den jetzt einführe, ja, und ich setze den hinten auf die Kante, dann bleiben mir nach vorne zum Batteriefach sogar immer noch
4 cm Platz. Da könnte ich sogar noch einen größeren Akku, einen längeren Akku. Freunde, ihr wisst, auf was ich hinaus will. Ich hatte eingangs vom Video mal gesagt, wenn einer einen größeren Akku einbauen will, muss er vielleicht hinten das Akkufach aufschneiden. Jetzt wüsste ich nicht mehr warum. Ja? Das heißt, wenn ich hinten was aufschneiden muss, kommt jetzt ein Kleinkraftwerk rein. Ja? Die Akkus, sage ich mal, auch wahrscheinlich die, die es beispielsweise im Markt auch von anderen Herstellern gibt, die da auch noch ein bisschen länger ausfallen, weil sie mehr Milliampere haben etc. pp., würden also auch dort reingehen. 20 cm lang, 5 cm breit. Da hat Losi auf jeden Fall euch ein sehr, sehr großzügiges Akkufach beschert. Finde ich sehr gut. So, wenn wir dann noch weiter angucken, was den Truckee dann dort noch ausmacht, und da will ich mit euch nochmal schnell einen Blick ins Handbuch werfen, damit ihr dort auch mal selber sehen könnt, was ihr dann für Einstellungsmöglichkeiten am ESC habt, beziehungsweise was dort die technischen Voraussetzungen sind. Und zwar hier für euch einfach nur nochmal gezeigt, wir haben einen 130 Ampere ESC mit einem Peak von 760 Ampere. Wir haben eben die Möglichkeit über Vorwärtsbremse und Vorwärtsbremse in Rückwärts das Ganze zu programmieren. Das Ganze ist 2 bis 4S Lipo fähig, 6 bis 12S Nickel-Metall-Hydrid Zellen. Also das könnt ihr auch machen. Ihr könnt auch Nickel-Metall-Hydrid Akkus fahren anstelle von Lipo, aber dann geht es eben von 6 bis 12 und nicht von 2 bis 4S. Wir haben dann einen BEC-Ausgang von 6 bis 7,4 Volt. Abmessungen und die Gewicht, also Abmessungen sind irrelevant, aber das Gewicht mit 150 Gramm finde ich da doch sehr interessant. Es wird dann auch nochmal hier kurz erklärt, was ihr dann alles noch vorzubereiten habt, um das Auto in Betrieb zu nehmen, was eben auch Lackieren der Karosserie anbelangt. Und hier für euch nochmal die Übersicht, einfach mal so ein bisschen aus der Nähe betrachtet. Da haben wir einfach die Fahrmodis, vorwärts mit Bremse, vorwärts, rückwärts mit Bremse, vorwärts, rückwärts, ohne Bremse quasi. Dann die schwarz markierten Felder sind auch immer die Standardeinstellungen. Das heißt, Standard ist dort schon vorwärts, rückwärts mit Bremse eingestellt. Der maximale Umkehrschub liegt bei 25%. Es werden die Lipozellen automatisch berechnet. Ihr könnt sie aber natürlich auch schon voreinstellen. Wenn ihr sagt, nein, es gibt wirklich nur 4S bei mir, könnt ihr das auch gerne auf 4S einstellen, wenn ihr das denn wollt. Die Abschaltspannung liegt bei 3 Volt pro Zelle im Standardverfahren. Da würde ich jetzt vielleicht auch gucken, dass man vielleicht nochmal einen Block weiterrutscht auf 3,4 Volt. Oder man lässt es eben dort, weil der Hersteller wird sich schon was dabei gedacht haben, wenn er es voreinstellt. Und wir haben die BEC-Spannung Standard auf 7,4 Volt eingestellt. Dann haben wir die Motordrehrichtung. Die gibt es, wie gesagt, mit dem Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, und wir haben das Punch-Level, das aktuell schon standardisiert auf 7 steht. Ihr habt dann hinten raus nochmal 2 Optionen mehr. Wer mehr Punch braucht, bekommt dann nochmal 2 Möglichkeiten mehr serviert. So, die anfängliche Gaskraft liegt bei 1% und wir haben eine PWM-Antriebsfrequenz, die dort bei 12.000 schon steht. Die könnte man noch hochdrehen. Ich wüsste jetzt nicht, dass der Motor da irgendwie piepst. Also ich kenne das aus dem Crawler-Bereich. Das muss ich mir mal tatsächlich in der Praxis anschauen. Und dann könnte man theoretisch dort nochmal was nachstellen. Die Bremskraft der Motorbremse ist hier auf 0 gestellt. Ihr könnt aber auch die Motorbremse einstellen auf 5, 10, 20, 40%, sodass eben quasi, sobald ihr vom Gas gebt, dass dann eben die Bremse schon greift, automatisch. Ja? Und es gibt dann auch die maximale Bremskraft. Da könnt ihr eben einstellen von 12,5, 25, 37,5, 50 bis hoch zu 100%. Wie stark, wenn ihr bremst, die Bremse greifen soll. Ne? Es gibt dann auch eine Bremsfrequenz, die kann man einstellen. Es gibt noch das Turbo Timing und das Turbo Delay. Turbo Delay ist keins eingestellt und Turbo Timing steht da auf 0%. Also wer sich da damit ein bisschen befassen möchte, ihr habt definitiv die Möglichkeit, das zu tun. So, dann gibt es noch die Empfehlungen für Diff-Flüssigkeiten, für Stoßdämpferöl, was ihr dann an Werkzeug noch braucht und wie dann auch die Zahnräder sind. Wir haben hier ein 15-Zahn Modul 1 mit einer 5 mm Welle, das heißt also ein 15er Ritzel, Motorritzel auf dem Motor sitzen. Wir haben hier einen vierpoligen Brushless Motor mit 2250 kV, das sei dorthin auch schon mal erwähnt, und er ist ausgelegt für bis zu 4S Akkus. Des Weiteren haben wir dann hier nochmal Dämpfer in ihre Details zerlegt, das heißt, wer da nochmal Hilfe braucht, um dann den Dämpfer zu warten, der kann sich hier nochmal belesen. Und es gibt dann auch nochmal ein Sheet mit Troubleshooting. Das heißt, wenn ihr Probleme habt, ja, dann könnt ihr dann nochmal nachschauen, ob da Losi nicht schon für euch die passende Lösung hat. Ja, so. Im Prinzip soll man das Fahrzeug natürlich auch warten. Dort gibt es auch nochmal ein paar Hinweise dazu, auch was dann Brems- und Lenkpunkte anbelangt. Das kann man sich dann auch in Ruhe einfach mal durchlesen. Und dann kommen schon die Garantiekonformitätserklärungen und so weiter. Freunde, wir haben jetzt dann die technischen Features ja soweit zu dem Fahrzeug gesehen. Es ist fertig lackiert, es ist beklebt, Nummern sind drauf, Sticker sind drauf. Wir sind bereit für die Rennstrecke. Wir haben eine ordentliche Funke. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, was der auf der Rennstrecke abliefert.
Wie gesagt, ein Schwaggi in der Leichtbauweise, optimiert für die Rennstrecke. Auch zum Beispiel die Seitenwangen hier, die sind da sehr, sehr dünn. Ja? Das wären jetzt keine, die für einen Basher geeignet sind, aber sie erfüllen ihren Zweck. Sie halten dort ein bisschen Schmutz aus dem Fahrzeug draußen, ja? Sind aber dann trotzdem nicht zu schwer, um das Fahrzeug da einfach schön leicht zu halten. Ein Drop-Test. Wie ich schon eingangs sagte, richtig schön smooth. Jetzt auch mit Akku drin funktioniert das. Ja. Schlägt mal so weit nicht durch. Natürlich können wir das jetzt bis in die Unendlichkeit hochziehen. Und Freunde, wir werden tatsächlich dieses Mal, bevor es auf die Rennstrecke geht, mit ihm und dem TLR Tune Typhoon in einem neuen Video dann zum Fahren gehen. Und zwar nicht nur ein bisschen im Kreis rumfahren, sondern wir werden tatsächlich einen Speedrun machen mit dem Fahrzeug. Ja. Werden einen Speedrun machen mit dem Typhoon, weil das haben wir da tatsächlich noch nicht gemacht. Das ist mir aufgefallen. Der Speedrun ist noch ausgeblieben. Beides auf 4S, damit wir einfach mal wissen, was für Endgeschwindigkeiten dann bei so Rennfahrzeugen dahinter stecken, wenn wir die zum Beispiel auch nur auf 4S fahren. Wir können es nicht auf 6S machen, ist die Elektronik nicht für ausgelegt. Aber wir wollen ja checken, wie das Ganze im Rennsport-Setup funktioniert. Und deswegen nächstes Video Speedrun mit dem 8 von Losi und dem Arma Typhoon TLR. Wir sind dann auch am Ende vom Video angekommen. Der Losi ist ausgepackt. Wir haben ihn im Detail gesehen, wir haben ihn fertig gemacht. Er ist bereit für die Rennstrecke und da habe ich für euch noch ein paar Infos am Ende vom Video. Und zwar wird am Wochenende, den 10.8. bei den Buggelhupfern in Vilsbiburg ein Jubiläum sein. Dort werdet ihr mich antreffen. Da werde ich ebenfalls den Losi und den TLR Tune Typhoon mitnehmen. Und es ist dann ebenfalls am 9.8. bereits schon am Freitag und am 10.8. an dem Samstag das Horizon Air Meet in Donauwörth auf dem Flugplatz in Genterkingen. Und wer an einem von beiden Events vor Ort sein wird, der wird auch mich dort treffen. Und dann können wir miteinander ein bisschen quatschen und können miteinander Selfies machen und können miteinander RC fahren oder einfach RCs fliegen sehen und beobachten oder. Freunde, an der Stelle, schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wenn euch das Video soweit gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und schlussendlich aktiviert ihr die Glocke, um nichts zu verpassen, wenn hier ein neues Video erscheint bei Waxers Aussie TV. Freunde, bleibt gesund und habt Spaß auf RC-Rennstrecken.